kann nicht immer alles funktionieren. In diesem Video bin ich alleine unterwegs, weil Marion schon in Deutschland ist. Ich war an einem Abend noch mal einen kleinen Schlag segeln und wollte, bevor das Gewitter begann, noch schnell in die Ankerbucht hineinschlüpfen. Allerdings fing irgendwann der Motor an zu stottern und ging schließlich auch aus und ließ sich nicht mehr starten. Dieselpest, wie sich dann später herausstellen sollte. Ich hatte das Glück und konnte einen freundlichen Spanier heranwinken, der mich dann ins Schlepp genommen hat und in eine geschütztere Ankerbucht verfrachtet hat. Und darüber war ich sehr, sehr glücklich, weil die ich angesteuert hätte, wäre auch gar nicht geschützt gewesen. Mir ist vorhin der Motor kaputt gegangen und ich habe einen freundlichen Spanier hier winken können. Der hat mich jetzt in den Schlepp genommen und da hinten am Horizont blitzt es schon, weil heute Abend soll noch ein Gewittersturm hier durchgehen. Ich hatte ja heute Morgen schon einen mit 45 Knoten vor Anker und ich bin froh, dass er mich jetzt hier in eine Bucht reinzieht, wo Freunde von mir sind, also Leute, die wir kennengelernt haben unterwegs und ganz liebe Leute und ja, ich werde gleich in Sicherheit sein, da bin ich sehr froh drüber. Ich habe dann dort das Gewitter auch sehr gut überstanden, obwohl ich den Anker nicht hatte einfahren können. Der hat super gehalten. Ich habe allerdings dann morgens den Fehler begangen und habe den Dieseltank nicht gereinigt, sondern nur die Filter getauscht und bin losgefahren Richtung Mallorca. Ich bin jetzt aufgebrochen nach Mallorca. Bin jetzt, seitdem Marion weg ist, glaube ich, zweimal um die Insel rumgesegelt. Die Insel ist an der Stelle Ibiza und heute soll es weitergehen nach Mallorca, weil ich möchte weiter nach Marseille segeln, weil dort geht das Boot ins Winterlager. Also es ist ein Überführungsturn, mit dem ich jetzt mache, ohne Marion leider. Und ja, ich bin irgendwie 20 nach 10 jetzt in Portenache gestartet und ich kann die Höhe noch nicht ganz laufen. Deswegen läuft die Maschine mit dem Stützsegel. Und dann habe ich den Generator auch gleich noch angeschmissen, weil ich nur noch 50% Batteriekapazität habe und wahrscheinlich ja, eine ganze Weile unterwegs sein werde. Irgendwann ist der Motor einfach ausgegangen und ließ sich nicht mehr starten. Und das ungefähr eine Stunde nach Abfahrt und ich lief unter Motor mit Stützsegel, weil die Höhe nicht gereicht hat. Und dann hatte ich erst kurz überlegt, ob ich weiterfahre, aber es geht natürlich nicht. Also ich komme ja nicht in den Hafen rein, bei manchen Segelmanövern brauche ich einen Motor, erst recht, wenn ich alleine bin. Und dann bin ich Portenache wieder reingesegelt. Ich habe leider keine Kameras draußen gehabt. Da war mir wichtiger, das Boot abzufändern und 15 Leinen ums Boot zu verteilen und alle Segel startklar zu haben, dass ich die schnell aus- bzw. einrollen kann. Ich bin dann jedenfalls in die enge Ankerbucht zurückgesegelt, also so wie ich es mit der Jolle früher mal gelernt habe, mit dem Vorsegel reingesegelt. Ich wusste, wo die sandigen Stellen sind. Und habe die eine, die ich haben wollte, direkt angesteuert. Und ja, die kam aber früher, als ich wollte. Also ich war noch unter Segel. Ich hatte die Fock zwar gerefft, also ein Stück eingerollt. Und ich fuhr dann über diesen sandigen Fleck drüber und habe sofort Anker geschmissen, obwohl ich noch Segel drauf hatte. Und habe dann die Kette ausrauschen lassen, bin nach hinten gerannt, habe das Segel flattern lassen, bin wieder nach vorne gerannt, habe die Kette gestoppt. Und dann bin ich wieder zurückgeflitzt und habe das Segel schnell eingerollt und habe das Boot sich dann einschwollen lassen. Das hat super funktioniert. Aber ich liege an keinem guten Fleck, weil der Fleck, den ich mir ausgesucht habe, ist Fels. Mal gucken, ob ich jemanden organisieren kann, der die Arriba noch ein bisschen darüber zieht. Toll ist das nicht. Naja, Seglersleben, immer spannend. Das heißt, der Anker liegt nur auf. Also das ist zwar eine Kuhle, also ringsrum sind so Felskanten. Also da würde sich der Anker schon verhaken. Aber ich werde jetzt mal
versuchen, ob ich das Boot verlagern kann. Es gibt hier ein paar sandige Flecken in der Bucht, die ich auch kenne. Und ich werde jetzt einfach mal einen Test machen. Wir haben gerade 12 Knoten Wind. Das ist noch ein bisschen viel, aber ich will mal gucken, ob ich mit dem Dinghy überhaupt das Boot ziehen kann. Das ist jetzt mal das allererste, weil ich kenne hier niemanden. Und ja, wollte auch mal wissen, ob das geht, weil mir wurde gestern gesagt, das würde gehen. Also der Test mit dem Dinghy hat jetzt nicht geklappt. Ich glaube, das liegt gar nicht mal so an dem Wind, zwar auch, aber das Dinghy, das pendelt zu stark hin und her und ich muss es außerdem aus der Hand fahren. Also ich muss die Leine in der einen Hand halten, also das Boot, und in der anderen Hand das Dinghy steuern. Und das Dinghy tanzt natürlich immer wie verrückt davor hin und her, weil sobald ich die Pinne ein bisschen bewege, läuft mir das Dinghy weg und mir fehlen auch zwei Hände. Aber es ist ein gutes Beispiel dafür, wie man halt alleine dann versucht. Verschiedene Sachen einfach ausprobiert, was funktionieren kann und was nicht. Christoph sucht das Glück. Ich suche mir jetzt jemanden, der das Boot hier ein Stück wegziehen kann. Ist ein bisschen schade, da lag vorhin noch ein deutsches Motorboot, den hätte ich gerne gefragt, aber der scheint weggefahren zu sein. Einmal gucken, da finde ich jemanden anderen. So, die Herren hinter mir auf dem Katamaran, die sind total nett. Die habe ich jetzt angesabbelt und die kommen in einer Viertelstunde rum. Ich muss das Bimini noch runternehmen, weil sonst versteht mich keiner. Und die kommen dann in der Viertelstunde rum mit ihrem Dinghy und wollen mich hier ein bisschen weiter hochziehen. Und da lege ich auf jeden Fall besser, weil das dann Sand ist. Und da hinten liege ich nicht gut. Okay, you can drive. Okay, okay, I will do that. But first I've got to lift anchor. Yeah, 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 don't worry. I'll be somewhere here in the front. Okay. Maybe you can just behind you, so 30 minutes behind you. The Chimina, the white boat. Okay, even better. I pull up anchor. Yep. It's okay here. Yeah. It's outside of you. 20 meters, you say. Yeah, great. What do you drink? Nothing. Water. Thank you. Thank you so much. I appreciate you. Yeah, that's nice. Thank you so much. Also was wirklich absolut großartig ist und was man, glaube ich, also ich konnte es jedenfalls nicht einschätzen, bevor ich losgefahren bin, ist der Zusammenhalt unter den Seglern. Also du musst dich gar nicht kennen. Das war jetzt hier wahrscheinlich ein Charterskipper oder jemand, der ein Boot gemietet hat. Da bin ich einfach hingefahren. Ich kannte den natürlich nicht, habe ihn gebeten, ob er mich mit seinem Dinghy ein bisschen hierher schleppen könnte. Und der hat gekämpft wie verrückt, weil der konnte es auch am Dinghy nicht belegen und hatte die gleichen Schwierigkeiten wie ich, nur mit 15 PS. Und der hat da ganz schön gekämpft, ne? Und der war total lieb. Ich wollte ihm dann noch was zu trinken anbieten, aber er trinkt nichts, sagt er, so wie ich. Ja,
Und vorgestern war es ja so, wir haben auf Formentera haben wir ein nettes Pärchen kennengelernt, Brandon und seine Frau. Der hatte mir ja vorgestern mit ganz vielen Tipps geholfen, dann beim Entlüften vom Motor und wo die Fehlerquelle sein könnte. Und da bin ich echt erstaunt und das ist mir schon häufig passiert. Und bevor ich losgefahren bin, war das einer der Punkte, die ich nicht so erwartet hätte. Ich hätte eher gedacht, du bist so, naja, alleine in deiner Kapsel, halt mit deinem Partner oder deiner Partnerin segelst du so vor dich hin. Klar lernst du mal Leute kennen, aber dass du so schnell Anschluss findest und dass das wirklich so freundschaftlich ist und extrem hilfsbereit, weil ja jeder auch dieselben Probleme hat. Jedem fällt mal der Motor aus, jeder ist mal irgendwie gestrandet, irgendwas ist kaputt, Werkzeug fehlt, Ersatzteil fehlt, keine Ahnung. Und deswegen kennt ja jeder die Probleme und deswegen wird sich da sofort geholfen. Also echt begeistert von der Hilfsbereitschaft der anderen Segler und Wassersportler. Tolle Sache. Ja, jetzt liege ich wieder in Portinage in der Bucht, irgendwie zum vierten oder zum fünften Mal mittlerweile und werde morgen mit dem Bus nach Ibiza fahren, um dort Filter und Schläuche und einen Kanister, damit ich den Tank ganz leer machen kann und Zewa und was man so alles braucht, um den Tank dann auszuwischen. Der hat zum Glück eine Öffnung. Und dann werde ich versuchen, den Diesel durchzufiltern oder ich pumpe ihn auch nur einfach ab und kaufe neuen Diesel. Das wird wahrscheinlich einfach schlauer sein. Ja. Das ist auch Bootfahren. Das kann nicht immer alles funktionieren. Und ich habe heute unter Segeln Anker geworfen. Das ist auch schon mal was, wie auf der Jolle früher. Das war ziemlich aufregend, was Christoph da erlebt hat, auch für mich. Ich saß ja in Deutschland und konnte ihm überhaupt nicht dabei helfen, aber ich war mir sehr sicher, dass er das schaffen wird. Das hat er auch. Es bleibt aber noch weiterhin spannend und wenn du das nicht verpassen möchtest, dann abonnier doch den Kanal und schalte die Glocke ein, wenn du es nicht schon getan hast. Dann wirst du auch informiert, wenn das neue Video kommt. Und ansonsten folg uns gerne auf Instagram und Facebook und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.